Servus und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Orcs Must Die 2. An meiner Seite ist Lady LGM. Ja, so ist es. Moin, hi! Ja, so ist es. Ey, das ist dein neuer Name auf YouTube. Hast du den Kanal eigentlich schon gesichert? So Lady nebenbei? LGM is Gaming? Ja? Nee, noch nicht. Ich habe aber auch so schnell nicht vor, wieder umzuziehen mit dem Kanal. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Aber ich spiele ja auch nicht so oft Frauen in Spielen. Deswegen ist das ausnahmsweise mal okay. Verstehe. Würde ich sagen. Wir sind ja immer noch im Zauberbuch und können jetzt hier wieder ein bisschen was kaufen. Alter, ich bin noch gar nicht im Zauberbuch. Du bist im Zauberbuch. Ich lüge mal nicht rum. Ich bin im Zauberbuch. Habe jetzt den Zwergenwächter bekommen. Der ist gut, der haut rein und den grade ich auch gleich mal ab, so ein bisschen. Ja, ich glaube auch. Zwergenbomben verursachen manchmal Blutungsschaden, das ist blöd. Oh, guck mal hier, die Sprungfederfalle. Wenn man die upgradet, dann wird der Preis auf 600 gesenkt, statt 800 oder was sie jetzt kostet. Ne, 700 kostet sie bis jetzt. Das mache ich, das finde ich gut. Ja, ich werde das mal mit meiner Teerfalle machen, das ist auch sehr praktisch. Und ich bin soweit, wir können loslegen. Ja, von mir aus auch. Wir waren wieder zu langsam in der letzten Folge, ne? Ja, irgendwie, wir brauchen zu lange. Obwohl du immer der Erste bist. Ja, obwohl ich immer der Erste bin, aber... Ach schön, wir haben jetzt hier Barrikaden. Ja, genau. Was genau willst du damit sagen? Wir sind die letzten beiden Kriegsmagier. Und du bist alt. Das stimmt gar nicht. Hat die gerade auch bei dir gesagt, ich wäre alt? Er gesagt, ich wäre alt? Ja. Nicht wirklich steinalt oder so. Also ich werde jetzt die Sprungfalle, die nehme ich jetzt nicht. Wir können ja so ein bisschen koordiniert die Fallen aussuchen, wenn wir ja schon beide haben. Genau, hier lohnt sich auch die Sprungfederfalle überhaupt nicht. Was sich dafür sehr lohnt, ist der Zwerg. Ja, den habe ich schon. Den hast du auch. Okay. Ja, den habe ich auch. Und eigentlich alles bis auf die Sprungfederfalle. Das klingt gut. Okay, so, lass uns mal die Map angucken. Also ich erinnere mich an die Map und ich weiß auch noch, dass hier nachher so, du kennst doch diese kleinen Renn-Goblin-Viecher, ne? Ja. Die hier so, ich weiß nicht, wie die heißen, die hier so schnell durch die Gegend flitzen. Und die haben dann auf einmal Bomben auf dem Rücken und dann rennen die hier vor die letzten Barrikaden und sprengen die einfach ganz frech in die Luft. Boah. Deswegen ist es eine total gute Idee, hier hinter so ein paar Zwerge zu setzen. Aber doch nicht jetzt in der ersten Runde gleich. Boah, kann man schon machen. Also ich werde jetzt hier vorne erstmal bei den Barrikaden, wo die jetzt hier durch müssen, so ein bisschen Schwefel setzen. Okay, dann setz du mal Schwefel. Ich setze hinter jedes dieser Dinger hier einen Zwerg. Aber ich habe zu wenig Geld. Du musst eigentlich hier vorne auf deiner Seite auch noch ein bisschen was setzen. Meinst du? Mhm. Also ich glaube, ich habe jetzt hier oben nämlich drei Fallen vorne. Die kommen ja erstmal oben, kommen die ja nur lang. Durch die Mitte gehen sie ja noch nicht durch. So, wo meinst du denn? Ach doch, durch die Mitte können sie auch durchgehen. Doch, durch die Mitte können die auch durch. Die können überall durch. Also ich habe halt direkt auf der anderen Seite, schau mal hier, genau zwischen den Barrikaden habe ich was gesetzt. Warte mal, hier. Genau, da habe ich drei Dinger gesetzt, aber das ist fast zu viel. Ich glaube, ich verkaufe nochmal einen. Pass auf, ich mache hier, mach da doch so eine Stachelfalle hin, weil die geht über die gesamte Breite. Die habe ich nicht mehr, die habe ich rausgeworfen. Ach, die hast du rausgeworfen? Mhm. Naja, was soll man dazu sagen? Ja, die fand ich nicht so ultra effektiv. So. Naja, gut, da kann man ja zum Glück unterschiedlicher Meinung sein. Also ich habe jetzt noch 500, was mache ich denn damit? Du könntest hier bei mir auf der anderen Seite noch ein bisschen was verstärken. Hier hinten, ja, dass du da noch eine Stachelfalle hinsetzt. Okay, dann würde ich sagen, kannst du von mir aus losgehen. Ja, dann legen wir mal los. Langrennen. Wir sind auf jeden Fall gut aufgestellt jetzt. Laufen alle da links rum. Seid verliebt. Kai Pflaume auf YouTube ist wieder unterwegs. Ja, wir sind alle furchtbar verliebt. Oh, nicht gut. Der Ladyboy, der die Orks verbindet. Ey, Fallen, könnt ihr mal auslösen? Was soll denn das? Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus einem Third-Person-Ego-Shooter und Power-Defense, die ganze Geschichte hier, Orks Must Die 2. Aber nur ein bisschen. Das ist nicht etwa das zentrale Konzept dahinter. Nicht? Nee. Das zentrale Konzept dahinter ist irgendwie... Das zentrale Konzept ist, wir sind alle furchtbar verliebt. So ein bisschen gerade. Bin mir nicht ganz sicher, ob du das den Sinn des Spiels verstanden hast. Was meinst du? Love is in the air. Ja, und Money, 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 was für funny. Guck mal, wir haben schon zwei Themensongs sozusagen identifiziert. Ja, ja. Na, kriegen wir es hin? Schön. So, denn ein neuer Spalt öffnet sich. Juhu, weil das hat noch nicht gereicht bis jetzt. Wir brauchen definitiv mehr Spalte. Ich weiß nicht, ob das effektiv ist, was ich hier gerade mache. Wahrscheinlich eher nicht. Oh, da sind schon die Viecher, die
Oh, aus beiden Seiten kommen die jetzt raus. Die sind ja fies, diese Granatentypen. Ja, 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 eben. Deswegen, ich habe gerade mal gemacht, dass einer von denen verliebt ist. Und das war ganz witzig. Das war ganz witzig. Der hat dir eine Bombenstimmung gemacht. Oh, ich bin tot. Was, ich bin tot? Nein, dann kriegen wir ja weniger Schädel, wenn du einfach so drauf gehst. Oh, warum bin ich denn gestorben? Also wir kriegen dadurch Spaltpunkte abgezogen. So ein Mist. Da habe ich jetzt irgendwie nicht aufgepasst. Da habe ich mich zu sehr auf deine Liebespfeile verlassen, dass die funktionieren. Ach komm, jetzt bin ich wieder schuld. Mhm. Immer das Gleiche. Da oben ist zwar noch eine Falle, die ich auslösen könnte, aber da warte ich eigentlich noch ein bisschen. Super Punkt. Ah, scheiße, jetzt hatte ich es auch fast hinter mir. Okay. Oh shit, da hinten sind ja noch welche. Die ist schon wieder durchgebrochen. Die machen unsere Barrikaden einfach kaputt. Ja, das ist nicht so gut. Okay, nächste Welle kommt sofort. So, jetzt stelle ich aber hier mal... Ich habe immer noch nicht genug Geld, um hier ausreichend Zwerge hinzustellen. Boah, die haben hier schon das erste Ding kaputt gesprengt. Wo sind die denn alle? Sind die jetzt gerade durchgebrochen? Weiß ich nicht, aber hier haben sie auch jede Menge kaputt gemacht. Uah. Jetzt habe ich mich vor dir erschrocken. Darf das wahr sein? Ja, sowas kommt vor. Also die macht richtig schön Aua hier. Die was? Na, die Frau Zaubererin hier. Ach so. Die Lady LGM. Ja, die Lady LGM. Meine Fallen machen Schaden, aber meine Waffen nicht so wahnsinnig. So, man, es lohnt sich übrigens auch, diese Dinger, die hier oben immer langfahren, diese Loren ab und zu benutzen und anzuschießen. Dann lassen die nämlich Feuer vom Himmel regnen, sozusagen. Oh, das ist gut zu wissen. Ja. So, oh cool, wir können ein bisschen umdisponieren. Ich würde sagen, wir machen den Bereich hier vorne. Ich würde sagen, wir ziehen uns insgesamt weiter zurück, machen sozusagen erst ganz hier hinten richtig Schaden. Also bauen die Fallen hier vorne vielleicht ab. Abbauen? Ja, einfach wieder verticken. Okay. Dann machen wir zwar hier vorne keinen Schaden, aber können uns halt hinten drauf konzentrieren, den Bereich richtig intensiv dann zu verteidigen. Bin ich ja mal gespannt, ob die Taktik aufgeht. Also ich meine, das hätte gut funktioniert. Und wo ist hinten? Zweite oder dritte Barrikade? Ganz hinten. Die letzten Barrikaden. Die dürften noch unbeschädigt sein. Ja. Bis jetzt. Ja. Und wenn wir dann hier entsprechend eben zum Beispiel Zwerge hinstellen und ja, ein bisschen Schaden davor machen, sozusagen, dann müsste das ganz gut gehen. Bin ich ja mal gespannt. Ja, also ich meine bei mir, also als ich alleine gespielt habe, die Taktik ist die wunderbar aufgegangen. Okay, ich verbarrikadiere mal hier so alle möglichen Durchgänge mit den Schwefelfallen hier. Quasi noch so ein bisschen Schaden vorher anrichten, das ist gut. Genau, das bietet sich ohnehin auch an für diese kleinen, wenn diese Bombenviecher angerannt kommen, richtig, dass die vielleicht vorher schon ein bisschen Schaden nehmen. Aua abbekommen, genau. Schauen wir doch mal, ob wir das hinbekommen. So, und hier oben vielleicht noch ein. War vielleicht nicht ganz so clever, die setzen wir lieber woanders hin. Hier. Okay, so, da kriegen sie überall was ab. Die Zwerge hast du auch schon überall gesetzt. Genau. Also ich habe noch ganz schön was an Möglichkeiten hier. Ja, dann hau mal was raus. Klar, bei mir, ich habe viel Geld für die Zwerge ausgegeben gerade. Ne? 600 habe ich noch. Kann ich eine Falle kann ich irgendwo noch hinsetzen? Ich glaube, ich habe noch ganz schön viele Möglichkeiten. Eine Falle kann ich noch setzen. Ja, das gefällt mir. Okay. Kann losgehen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da... Wir können auch die haben jetzt... In der Mitte haben sie alles kaputt gesprengt. Ja, macht nichts. Jetzt kann man auch sich überlegen, hier diese Feuerdinger auszulösen, ne? Einfach, weil es Spaß macht. Versuchen sie alle durch die Mitte zu kommen. Unter der Decke gibt's ja auch noch... Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Unter der Decke direkt gibt's auch noch so eine Steinfallen. Ja. Die kann man manchmal auch ganz wunderbar... Oh, du hast schon wieder einen Schädel einfach eingesammelt. Ja, ich musste ja jetzt hier meinen Tod ausgleichen. Ja, stimmt eigentlich, das ist aber echt. Aber dass du dann auch noch den Schädel bekommst, ist natürlich eine Sauerei. Ja, dann bin ich auf einmal wieder bei Null. Hallo, bitte einmal. Nein. Boah. Hier geht's ganz schön ab.
bitte mal wieder eine Lore. Ja, das ist gut. Das hast du gut gemacht. Genau im richtigen Moment. Ha, traumhaft. Großartig, ja. Ich glaube, ich kann deine Viecher gar nicht abschießen, wenn die verliebt sind. Echt? Doch, normalerweise schon. Das muss eigentlich gehen. Ach doch, habe ich vorhin auch gemacht. Nee, stimmt. Hier oben gleich. Nein, aufhören. Ziemlich aktiv. Ach scheiße, das war genau das falsche. Falsch, wieso? Nein, von mir. Ich habe irgendwie die falsche. Was habe ich denn gerade? Ach nee, ich hatte gedacht, da wäre ein Mana-Trank, war aber gar nicht. Rennen soll der Ork. Weißt du? Spürst du, wie ich denke? So, pass mal auf, hier vorne packen wir noch mal jeweils eine. Wow, jetzt kommen wieder hier so Bombentypen. Nein, ich hab's hinter mir. Ja. So kann's gehen. Hat's dich erwischt gleich. Ja. Hier geht's ab. Ja, wie gesagt, das ist so leicht ist es nicht, aber dadurch haben wir natürlich schon gleich die ganzen Schädel verloren. Ja. Oh, die brechen hier halt überall durch, ne? Wenn du eh schon nicht gut bist, kriegst du auch noch weniger Schädel dafür und dadurch wird's noch schwerer. Also du kannst nur spielen, bis du besser bist. Oder einfach nur gnadenlos dabei draufgehen. Aber es gibt ja auch noch, wenn man nicht genügend Schädel verliert, gibt es ja noch den Endlos-Modus, in dem man dann zusätzliche Schädel dazu verdienen kann, ne? Okay. Na, ich bin ja froh, dass im Moment keiner durch die Mitte läuft hier bei uns. So. Ich habe ja noch so einen grünen. Nein. Erdelementar. Ja, kommst du denn klar? Ja. Dauert nur einen Moment. Ich bin echt am überlegen, ob ich einfach mal den Nahkampf doch mit ausprobiere. Ja, das lohnt sich manchmal echt. Also gerade in Verbindung, wenn du dann diesen Vereisungsgürtel hast oder gekauft hast, dann ist das echt nicht schlecht. Oh, jetzt, die sind durchgebrochen. Okay, das ist jetzt ein bisschen uncool. Puh, also da sind sie durch bei mir unten. Das heißt, wir müssen hier irgendwie uns überlegen, wie wir hier jetzt Schaden machen, weil aufgehalten kriegen wir die hier nicht mehr. Oh nein, jetzt kommen noch Pioniere. Jetzt wird's richtig eng. Wer kommt? Pioniere. Wer sind Pioniere? Die Sprengtypen. Ach so. Ach, die nennst du Pioniere? Nee, ich nicht. Das Spiel nennt sie. Das hat er gerade gesagt. Echt? Ja, Pioniere sind unterwegs, hat er gesagt. Pioniere! Und du wusstest sofort, was gemeint ist. Natürlich. Hast du wohl in der Schule aufgepasst hier, in der, Orksmastei-Schule. In der Schule des Lebens. Kriegst du dich da hinten klar? Ich glaub schon. Achso, die laufen jetzt automatisch hier drüben lang. Das heißt, wir sollten... Naja, zumindest ein Teil läuft automatisch hier drüben lang. Ja, die versuchen den Weg des geringsten Widerstandes zu wählen, wenn es dann nämlich durch ist. Außer da hinten. Warum laufen die denn da hinten alle voll hin? Ach, die wollen das auch kaputt machen. Ja, die wollen das kaputt machen, aber die meisten drehen dann um und laufen doch den anderen Weg. Okay, gut zu wissen. Ah, scheiße. Wird's ganz schön eng hier. Bräuchten mehr Zwerge. Ja. Bomberman. Ja, gut, zwei Zwerge könnte ich sogar noch setzen. Also ich habe jetzt auch gleich wieder einiges an Kohle, die ich gleich ausgeben kann. Wenn ich zwei oder drei Fallen bauen. Okay. Einer. Okay, so, okay, wir können planen. Wir können in Ruhe wieder. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, ein paar Zwerge hier oder zumindest. Ne, macht eigentlich nicht. Die zwei lassen wir mal da stehen und hier drüben kommen dann richtig massiv Zwerge hin. Ja, hier noch so ein bisschen was hinsetzen. Genau, das sieht ganz sinnvoll aus, finde ich. Achso, du setzt sie da hin, sehr gut. Hier ist auch genau, noch aber frei. Jetzt habe ich nichts. Achso, jetzt hast du nichts mehr. Gut. Ich habe nichts dann mehr. Dann muss das so gehen. Alles Geld schon ausgegeben, die Kreditkarte bis auf den letzten Cent ausgereizt. Ah ja, ich habe auch nur noch zwei, gut. Ich würde sagen, wir machen weiter. Go, go, go! Oh nein, schon wieder Pioniere. Also hier geht's gerade richtig ab in der Mitte. Ja. Aber Lore kommt. Lorelei. Und Lorelei hat voll daneben geschossen. Ja, aber dafür mein Deckending nicht. Also mein Deckending, das Deckending.
Ah ja, das haben Frauen öfters so. Ja, das ist meins. Das oh, bleib das du da, ich gehe auf die andere Seite. Ich habe selten im Let's Play so schön viele Gerüchte verbraten. nicht Gerüchte, wie sagt man denn? Stereotypen. Genau. Falsche Ansichten von der Tatsache. Sagt man da. Ja, oder so. Das wäre der lange Ausdruck dafür. Oh, was ist denn hier los? Wow, wo kommen die noch einmal her? Die haben sich gedacht, ab durch die Mitte oder so. Kommen die da auch durch? Nee. Okay, das ist kein Problem. Wir haben es gleich geschafft. Aber, das kann ich dir so schon sagen, wir haben keine 5 Schädel gemacht. Wir brauchen schon wieder so lange dafür. Nee, wir haben alleine deswegen keine 5 Schädel gemacht, weil jeder von uns einmal draufgegangen ist. Wir können froh sein, wenn wir 3 haben, würde ich sagen. Na, ich hab ja einen, ne? Fuß. Ja, toll. Jetzt habe ich eine Bombe eingesammelt, beinahe. So, was ist denn hier los? Ich habe das Gefühl, umso weiter wir mit den Folgen in die Zukunft kommen, umso länger werden die auch. Ja, und es kommt übrigens noch eine Welle. Noch eine. Ja, von, ja. Vielleicht auch etwas hiervon? Mehr Zwerge, wir brauchen mehr Zwerge. Auf jeden Fall. So. Kein Geld mehr, wenigstens kommt kein Sprengkommando mehr. Doch, also hier kamen gerade 2. Aber die nehmen wahrscheinlich die vorderen Dinger auseinander. Also die sprengen sich scheinbar immer an der ersten. Die sind so ein bisschen wie die Taliban, die sprengen sich immer an den ersten beim erstbesten in die Luft. Ja, beim erstbesten Moment. Bei der erstbesten Gelegenheit, zack. So, das sind schon wieder irgendwelche Gerüchte, die du jetzt hier verbreitest. Wieso? Das ist ja kein Gerücht. Das ist ja kein Gerücht, ach so. Ich verstehe. Also irgendwie wird das hier hinten auf einmal ganz schön eng. Aber jetzt kommen sie zu den richtigen fiesen Fallen. Jetzt zu unseren Sprengzwergen. Jetzt sollte das kein Problem sein. So, die Reihe ist sauber. Oh, in der Mitte geht's nochmal ab. Oh ja, stimmt. Aber es hält sich in Grenzen. Wir sind ja gut aufgestellt hier. Ich habe noch komische Elementare, die mir gerade ein bisschen auf den Keks gehen. Hallo, bitte einmal. Versuch sie einfach, wenn du sie irgendwie, wenn sie dich verfolgen, einfach durch die Fallen zu locken. Ja, ja. Aber was auch sehr gut ist, finde ich, ist diese Kombination aus... Hallo? Bitte nicht kaputt machen. Aus Hallo? Ja, diese Möglichkeit, diesen Verliebt-Euch-Zauber zu wirken, das bindet dann unheimlich Gegner. Nein. Und wenn ich da dann mit meinem Haupt... hier, mit dieser Hauptdings reinbräze, dann zerlegt das gleich eine ganze Menge Gegner. Ja, das waren sehr jetzt nur 3 Sterne. Drei Schädel. Ja, wir wissen alle, was du meinst, lieber Marv. Boah, 12 Minuten hätten wir brauchen müssen, dürfen. 14, 30 haben wir gebraucht. Komisch, ne? Ich glaube, wir reden zu viel. Vermutlich. Also ich finde, also die Verteilung ist eh, also du musst dich mal ein bisschen mehr anstrengen, Lady LGM. Moment. Ja, 51 zu 49, das geht nicht. Wo was? Schau mal auf die Statistik. Wo? Ja, oben links. Marv Zock ist der König mit 51% und das Stöpsel. Ach da, Tatsache. Das habe ich ja vorher noch gar nicht gesehen, dass da steht, wer wie viel getötet hat. Genau. Ja. Müssen wir uns ein bisschen anstrengen jetzt hier. Ich meine, da muss man echt sagen, das ist natürlich ein Landslide-Win für dich mit 1%. Ja, also auf ganzer Linie. Ja. Du hast quasi nichts gemacht. Nee, das ist furchtbar. Ich würde sagen, wir hören auf. Ich muss nämlich außerdem kurz aufs Klo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, oder? Ja, das ist natürlich ein guter Stichpunkt. Also, ja. Guten Rutsch. Schaut rein. Tschüss. Ciao.